Jeden persönlich erreicht wird in Form von Hörspielen. Margie Francis, das ist ja nicht der richtige Name, das weiß ja mittlerweile jeder, aber Sie werden gerne mit Margie Francis angeredet, richtig? Ich werde gerne mit Margie Francis angesprochen, ja, ist ja auch viel einfacher. Franziskowski, das hört sich so an, dass, ja, und mir kommt ganz weit her. H.G. Francisco, Gunther Frank. Ja, ich bin angefangen, ursprünglich, als ich den ersten Roman verkaufen wollte, Science Fiction, beim Pavel Lübby Verlag, wollte ich unter H.G. Francis verkaufen, Franziskowski verkaufen. Da sagte der Verleger zu mir, Franziskowski, das kann kein Mensch aussprechen. Außerdem kommt die ganze Science-Fiction-Literatur aus England und aus USA, also sagen wir H.G. Francis. Und das ist dann entstanden, dabei ist es geblieben. Ja, eine unglaubliche Karriere im Hörspielsektor. Wird wahrscheinlich nie wieder erreicht werden. Das ist, Sie gehören zu den Hörspielern des Jahrtausends, kann man so sagen. Weil das, was Sie geschaffen haben, das sind weit über 1000 Hörspiele, die Sie geschrieben haben. Wann ist das richtig? Nee, nee, nicht ganz so viele. Es sind etwas mehr als 600. 600? Ja, es tut mir leid, wenn ich Sie enttäusche, aber das ist nicht gut. Ja, gut, 600 ist natürlich. Für die anderen 400 habe ich die Beratung gegeben. Die restlichen 400 habe ich gesehen, so haben hier schon wieder Deals gemacht mit Hinterherzen. Da musste ich dann weggehen, wurde ich weggeschickt. Wurden schon wieder neue Hörspielserien oder neue... Ja, irgendwelche Ideen wurden schon wieder auf den Weg gebracht. Angefangen haben Sie als Jugendmeister in Schleswig-Holstein. Sagen Sie mal was. Ein sportlicher Kerl, immer gewesen. Ja, ich habe früher geschwommen und bin einige Male Landesmeister von Schleswig-Holstein geworden im Jugendbereich und habe sehr viel Wasserball gespielt. Wir waren also die mit Abstand beste Wasserballmannschaft in Schleswig-Holstein. Und sind auch 5 oder 6 Mal Schleswig-Holstein schon mal sind. Mensch, ja, das ist hier immer. Wenn nebenan gejohlt wird, dann haben wir hier das auch. Die meinen nicht mich, nicht? Ich bin übertragen. Gut. Aber wenn wir ein bisschen Kraft geben, mehr können Sie da. Das werden wir schon schaffen. Das werden wir schaffen, ne? Dann seid ihr ready, ne? Wenn es zu arg wird, ja, schön. Und dann, Sie waren doch eigentlich auf einem guten Weg mit Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Hamburg. Ne? Das war doch eigentlich sehr seriöser Weg sogar. Aber ich hatte zum Schluss Finanzierungsschwierigkeiten, weil damals gab es also noch Studiengebühren, die waren ganz selbstverständlich. Ich hatte keine Unterstützung aus dem Elternhaus, also Sozialgelder gab es auch nicht, also musste ich das Geld selbst verdienen. Ich habe also nachts gearbeitet bei der Hamburger Hochbahn, beim Kohlenhandel im Hafen und Bücher geschrieben und bin tags zur Uni gegangen und das ging irgendwann nicht mehr. Die Belastung war zu hoch und dann bin ich angefangen, also Science-Fiction zu schreiben. Damals entstanden die ersten Science-Fiction-Bücher. Und ich habe gemerkt, damit kann man auch Geld verdienen. Und dann habe ich immer mehr Science-Fiction geschrieben, immer mehr Bücher geschrieben, bis ich dann irgendwann gesagt habe, komm, bleib mit dabei. Das war 1972 etwa, kann das sein? Ja, so ungefähr. Dass Sie da entschieden haben? So lange lebe ich schon in Ruhe. Da finde ich gerade an, auch klar zu denken, sozusagen. Mark Powers, Van Dark, Rex Corder sind ja immer noch wieder kursieren, immer noch wieder. Immer wieder auftauchen, Commander Perkins, klar. Das ist eine ganz wichtige Entwicklung in Commander Perkins. Ist vielleicht ganz interessant, mal darauf hinzuweisen, dass ich in Commander Perkins weltweit als einziger eine Entwicklung gebracht habe, die es sonst nirgendwo gab und auch heute nirgendwo gibt. Das heißt, ich habe, bis dahin war es so, wenn wir irgendwie Weltraumabenteuer geschildert haben, Science-Fiction geschildert haben, dann flog das Raumschiff los, wurde umständlich erzählt, wie es dann endlich zu dem Ziel kam, wurde dann geschwindelt mit der Lichtgeschwindigkeit und was weiß ich alles. Und ich habe in Commander Perkins den sogenannten Dimensionsblick. Das heißt, man konnte ohne Zeitverlust übergangslos von Mond, der Erde, auf jeden Planeten kommen. Diese Idee ist zitiert worden, würde ich mal sagen, von Roland Emmerich, der sie mit in die USA genommen hat und läuft heute unter dem Namen Stargate. Das ist verrückt. Das ist verrückt, das ist kein Scherz. Das kann ich bestätigen, das habe ich aus anderer Quelle auch genauso gehört. Perry Rhodan wollte ich noch kurz darüber eingehen, die haben ja auch dann wirklich für die größte Romanheftserie in Science Fiction geschrieben, lange Jahre, und das mit vorangetrieben, erst Atlan,
Und erst ab dann Perionan. Eingestiegen bin ich bei Band 518. Jetzt sind wir im Juli bei Band 2500. Und ist es im Gespräch, dass ich wieder mal den Band 2518 schreiben soll, nach 2000. Nicht zu stoppen. Nein. Sagt meine Frau auch immer nicht. So also, seit wie viele Jahren sieht Ihre Frau, Sie arbeiten an Romanheften oder Hörspielskripten? Eigentlich nie, oder? In einem irren Tempo müssen wir da Sachen machen. Es gibt ja Kuriositäten. Wir haben jetzt natürlich den Commander Perkins. Das ist ja dann meine Kindheit. Ich bin natürlich mit Commander Perkins groß geworden, ja. Habe das geliebt. Natürlich viele hier. Commander Perkins. Toll besetzt auch. Und dann natürlich der große Wurf auch in Zusammenarbeit mit dem Europa-Label, die große Serie. Ja. Richtig. Das ist ein absoluter Klassiker geworden, immer wieder neu. Die Geschichten sind auch so schön, ich liebe sie alle. Und ich habe sie damals mit einer Begeisterung geschrieben, die man also kaum nachvollziehen kann. Ich habe sie geliebt, jede einzelne Szene. Wobei die besondere Schwierigkeit war, dass man diese Geschichten ja für Kinder geschrieben hat. Das heißt, sie durften nicht zu grausig sein und sie müssen trotzdem einen menschlichen Takt haben und spannend sein. Und diesen Balanceakt, den habe ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ich glaube auch, dass das sehr gut gelungen ist. Das ist wirklich in der vierten Generation jetzt schon in der Auflage bei Europa veröffentlicht worden. Ist ja. Einer der erfolgreichsten Serien überhaupt, neben den drei Fragezeichen, ein richtig, ja. Wirkliches Geschenk an die Hörspielgemeinde, aber nicht genug. Die ersten Jan Tenner-Folgen, die ersten drei Fragezeichen, die ersten Masters of the Universe, die TKKG und fünf Freunde. Das ist ja alles von ihm. Alles fünf Freunde, Masters of the Universe, Trixie Belden, was war so toll alles, ja. Sie haben doch Ghost Rider gehabt. Das kann doch ein Mensch gar nicht schaffen. Ist das. Ghost Rider, ja. Da ist stand immer jemand hinter mir, der hat mir eingeflüstert, das musst du so machen oder so machen. Ja, es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wundere mich heute selbst, denn damals hat man noch auf einer mechanischen Schreibmaschine geschrieben. Und wissen Sie, das Interessante dabei war, man darf sich dabei nicht vertippen. Denn wenn man das Manuskript im Studio hat, das werden die Schauspieler bestätigen, und es ist irgendwo ein Tippfehler drin, dann stoppt der Schauspieler. Das merken Sie im Studio gar nicht, aber wenn Sie das fertige Hörspiel hören, dann hören Sie, dass an einer bestimmten Stelle stoppt. Deshalb musste ich diese Hörspiele abliefern ohne einen einzigen Tippfehler. Das führte dazu, Sie machen immer Tippfehler, dass man eine bestimmte Seite abschreiben muss und in der letzten Zeile, beim vorletzten Buchstaben, zu sehen, also das Ganze dabei von vorn. Denn Segen war es dann, als die erste elektronische Schreibmaschine aufkam. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Heute kriegen Sie, wenn Sie zwei Berühmte kaufen, so eine Schreibmaschine hinterhergeworfen. Das war damals die Olympia. Die kostete 15.000 D-Mark. Ja, aber so ein breites Magnetband war dabei. Ich konnte zwei Seiten abschreiben. So viel Speicherkapazität hatte das Ding immerhin schon. Und wenn ich das korrigiert hatte, dann lief das durch und es ging ohne einen einzigen Tippfehler. Es war für mich. Ja, ansonsten. Nicht vorstellbar, dass das so zustande kommt. Es tut mir weh, das zu hören, dieses Abschreiben. Das bereitet mir Schmerzen.